Ex-Bild-Chef Julian Reichelt ist wieder da. Also nicht bei seinem Ex-Arbeitgeber, sondern bei Instagram. Da haut er gerade ein Ding nach dem anderen raus. Es geht um Russland, den Ukraine-Krieg, Spritpreise und gegen die Grünen. Die Steigerung von Zynismus ist Grünismus. Reichelt ist sauer, wegen allem. Alles läuft schief in der deutschen Politik, findet er. Und darum stellt er sich nicht nur vor Tankstellen, sondern auch vors Kanzleramt. Und weil mich persönlich das so bewegt und betroffen und wütend gemacht hat, habe ich für Olaf Scholz die Rede geschrieben, die er meiner Meinung nach noch heute halten sollte. Und die möchte ich euch vorlesen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ja, wirklich wahr. Julian Reichelt hat quasi eine Olaf Scholz Fanfiction geschrieben für Instagram. Wie wohl sein altes Bild-Chef-Redakteurs-Ich reagieren würde, wenn er das sehen würde? Kanzlerin, du ihrer Politik anderthalb des Malzitten merken, wenn ihr wieder tanken, führen Sie die totale... Was Stellvertreterkanzler Julian Reichelt sonst noch von sich gibt und wie er seit seinem Rauswurf bei der Bild sein ganz großes Comeback plant. Herzlich willkommen bei Julian Reichelt, es ist Mittwoch. Ich bin jetzt hier gerade mal an der Tankstelle. Tanke für das Wochenende, tanke jeden Tag. Instagram. Wir haben zwar einen Witz vorbereitet, doch der war zu Meta. Instagram ist jetzt auch Julian Reichelts neue Lieblingsplattform. Überraschenderweise. Bisher war er lieber auf Twitter unterwegs. Genau da hat er jetzt aber verkündet, ich habe immer gehofft, dass mir das Leben als Influencer erspart bleibt. Aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Meine erste Insta-Story ist jetzt live. Die Stimme der moralischen Klarheit. Moment mal, die Stimme der... Was? Moralische Klarheit, das von dem Julian Reichelt, der bei der Bild wegen unmoralischem Verhalten rausgeflogen ist, bei der Bild. Und jetzt liest er da eine fiktive Rede vor, die er sich vom Kanzler wünscht und nimmt selbst die Kanzlerrolle ein. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Bundeskanzler habe ich heute entschieden, dass Deutschland ab sofort kein Gas und kein Öl mehr aus Russland importiert wird. Also deinen Scherzanruf mit der Bundeskanzlerstimme kannst du bei Matthias Döpfner machen, aber nicht bei uns. Klar, Abhängigkeit von Russland ist gerade jetzt ein wichtiges Thema. Reichelt ist sauer auf die Politik der letzten Jahrzehnte. Das hinter mir ist nicht etwa der Kreml, sondern das Bundeskanzleramt, auch wenn es sich in den letzten Jahren verdammt oft so angefühlt hat, als würde hier vor allem Politik aus dem Kreml und Politik für Wladimir Putin gemacht. Und das hinter mir ist nicht etwa das Bundeskanzleramt, sondern Pyongyang. Und genauso fühlt es sich hier auch an. Geh, weiter moderieren. Schröder, Merkel und Scholz sind für ihn schuld am Energiedilemma. Kann man so sehen. Aber seine Argumente, tja. Wir erinnern uns, Angela Merkel, das war die Bundeskanzlerin, die sich noch vor gerade mal 6 Monaten Blumen von Wladimir Putin schenken ließ. Würdet ihr euch so über Blumen von einem Kindermörder und Kriegsverbrecher freuen? Eher nicht, oder? Blumen! Merkel hat zum Abschied Blumen von Putin bekommen. Skandal! Und gut, es ist nicht so, als hätte sie sich nicht gewehrt. Reichelt sagt dem aktuellen Kanzler und dessen Vorgängerin, was sie zu tun haben. Aber wir wollen nicht übertreiben. Immerhin versucht Reichelt gleich auch eine Lösung anzubieten. Es gibt nur eine einzige Antwort auf das Energieproblem, das Angela Merkel geschaffen hat. Die Antwort heißt mehr Energie. Und der Physiknobelpreis geht an Julian Reichelt. Aber wo sollen wir die Energie hernehmen? Und mehr Energie heißt, dass wir wieder Atomkraftwerke brauchen, und zwar schnell. Ja, was ihr braucht, ein Abo, und zwar schnell. Jetzt abonnieren. Dann seid ihr bald Julian Reichelt. Spannend, Julian Reichelt redet auch über seine Fans. Er hat nämlich bemerkt, dass Menschen, die mir in den letzten Wochen für meine durchaus und auch berechtigt kritische Haltung bei der Corona-Politik gegenüber der Bundesregierung applaudiert haben, meine Position zu Russland sehr, sehr kritisch sehen und teilweise mit großer Wut und Beschimpfung darauf reagieren. Damit meint Reichelt übrigens auch rechte Querdenker und Schwurbler. Seit seinem Rauswurf bei Bild besteht Reichelts Fangemeinde nämlich zum Beispiel aus Leuten wie Michael Wendler, hier zu sehen in seinem Reiseeinteiler. Grund dafür ist Reichelts Corona-Haltung. Die wurde auf Twitter immer radikaler. Seinen Tweet darüber, dass Masken nicht schützen würden, hat Twitter sogar mit einem Warnhinweis versehen. Der Berliner Kurier hat darum getitelt: Aufruf zum Rechtsbruch. Ex-Bild-Chef bald so abgedreht wie der Michael Wendler. Und der Wendler hat ihn für seinen Corona-Kurs abgefeiert. Ex-Bild-Chef im Widerstand, Respekt für Ihren Mut, Herr Reichelt, und Ihre klaren Worte. Und kann es sein, dass die Bild für Reichelt sogar sowas wie ein
Korrektiv war, weil jetzt, wo er auf sich alleine gestellt ist, haut er schon sehr krasses Zeug raus. In einem Podcast hat Reichelt seinen Rauswurf bei Bild mit einer literarischen Figur verglichen. Ich sag immer, das ist quasi die ironischerweise die verlorene Ehre der Katharina Blum am Beispiel des Bild-Chefredakteurs. Ironischerweise? Wieso denn? Nun, zum Glück haben wir hier Yannick, der ist Germanistikstudent im Herzen und der kann uns jetzt diesen Katharina Blum-Vergleich erklären in unserer neuen Kategorie. Das ist ironisch, nein. Ja, Philipp, das ist tatsächlich sehr ironisch, weil das Buch Die verlorene Ehre der Katharina Blum hat Heinrich Böll geschrieben, Trümmerliterat und alter Deutsch-LK schwere Nöter. Und zwar als Kritik an der Bild nämlich. Katharina Blum, die Hauptfigur, schläft ohne es zu wissen mit einem angeblichen Terroristen und wird dann von der Zeitung, also der Bild, verschmäht und als Flittchen beschimpft. Jetzt also als Julian Reichelt, der Typ, der jahrelang genau solche Schmähkampagnen angeführt hat, zu behaupten, er wäre genauso wie Katharina Blum, ist ein bisschen so, als würde Louis C.K. laut rufen, ich habe das Gefühl, ihr holt euch hier auf meinem Leid allein runter. Oder sich in Kassel auf eine Querdenker-Demo zu stellen und zu behaupten, man wäre Sophie Scholl. Im Buch erschießt Katharina Blum übrigens den zuständigen Reporter am Ende. Wenn Julian Reichelt also durchzieht, dann müsste er praktisch also sich selber, also ja, das wäre, also dann wäre der tot. Und ironischer geht's ja eigentlich auch gar nicht, ne? Vielen Dank, Yannick. Die letzten Monate waren offenbar echt hart für Reichelt und das lässt er jetzt alles bei Instagram raus. 2020 schrieb ich, Nord Stream ist Mord Stream. Über solche Kommentare haben Angela Merkel und ihre Berater damals gelacht. Nord Stream ist Mord Stream. Und darauf war er stolz. Wir hätten da auch noch ein paar andere Vorschläge. Nestle gibt uns den Restle. Soda Stream ist Söder Stream. Und natürlich Putin, Putin, doof, doof, doof. Insgesamt dreht er seit seinem Bild aus so ein bisschen am Rad. Während einer Reise wollte er beweisen, wie verrückt alle anderen sind und hat darum die verschiedenen Corona-Regeln auf Servietten gekritzelt. Auf echt viele Servietten. Er dachte auch kurz, er hätte die kalte Fusion hingekriegt, aber es war doch nur Senfsoße. Und jetzt, wie geht es weiter? Insta-Videos sollen nur der Anfang sein, ein Zwischending für harte Zeiten. Denn Reichelt plant sein eigenes großes TV-Ding. Tatsächlich arbeite ich an etwas Neuem und versuche all die Leidenschaft und Emotionen, die Sie jetzt in der letzten Stunde erlebt haben, in reichweitenstarkes, am Ende Fernsehen zu übersetzen. Nun, Julian Reichelt will uns jetzt täglich ein Video hochladen. Freuen wir uns darauf, Markus? Lass es mich so sagen. Ja, aber auch nein. Und was meint ihr? Ist das jetzt ein vollkommener, entfesselter Julian Reichelt? Schreibt's in die Kommentare. Hat die kalte Fusion mal wieder nicht geklappt bei euch? Hier abonnieren, wir sind bei euch. 3 Videos pro Woche, bis ihr es schafft. Hier ein weiteres Video von uns und hier von Follow Me Reports Ukraine-Krieg. Wie geht es meiner Familie?